Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Kurze Ankündigung, in diesem Jahr wird es erstmal keine VR-News-Sendung mehr geben. Dafür werden wir morgen einen VR-Community-Livestream starten und Chris in Reality und ich haben uns Pavlov ausgesucht und da wollen wir gerne mit euch zusammen zocken. Pavlov kann man am besten, glaube ich, mit 10 Leuten spielen, also 5 gegen 5 oder Gunplay, alle gegen alle, also gibt es ja verschiedene Modis. Und ja, das würden wir gerne mit euch zocken. Wir haben schon insgesamt 5 Leute gefunden. Also auf dem VR World Germany Discord steht unten in der Beschreibung der Link, falls ihr noch nicht dabei seid. Da könnt ihr euch ja anmelden schon mal mit einem Daumen hoch unter Ankündigungen. Dann wissen wir auf jeden Fall, dass ihr dabei sein wollt. Wenn ihr aber keinen Discord habt und trotzdem mitmachen möchtet, könnt ihr natürlich auch gerne unter dem Video hier kommentieren. Dann notiere ich das. Und ja, wenn wir jetzt mehr als 10 Leute zusammenbekommen sollten, dann müssen wir eventuell machen, dass die ein paar Leute eventuell ab und zu mal aussetzen und die anderen Leute ranlassen oder ja, nach jeder Runde dann halt einen neuen Server eröffnen und das Losglück dann entscheiden lassen, wer dann dabei sein kann. Aber aktuell denke ich nicht, dass es so viele Leute sein werden. Falls ihr auf jeden Fall Bock habt, müsst ihr auch damit einverstanden sein, dass eure Stimme dann auch im Livestream zu hören sein wird, weil wir haben natürlich dann den Voice an. Notfalls könnte man sagen, okay, ihr mutet euch dann selber, was aber blöd ist, wenn man sich ein bisschen absprechen möchte im Team, ist es natürlich blöd. Aktuell versuchen wir das Ganze über Invoice zu regeln, dass wir darüber kommunizieren. Wenn das aber im Livestream jetzt nicht klappen sollte, werden wir das Ganze dann über Discord machen, also über den VR World Germany Discord und werden dann da ja in den Voice Chat gehen, um uns da besser abzusprechen. Welche Modis wir spielen, wissen wir noch nicht wirklich. Es gibt ja Gunplay, das ist ein ganz netter Modi, da muss man halt, da startet man mit einer Waffe und wenn man einen Kill gemacht hat, bekommt man eine andere Waffe und so weiter und so fort und am Ende, glaube ich, bleibt ein Messer und der zuletzt dann oder als erstes alle Waffen durchgespielt hat und immer einen Kill gemacht hat, der gewinnt dann halt. Dann gibt es noch Team Deathmatch. Deathmatch gibt es und ja, davon werden wir uns mit Sicherheit irgendwas aussuchen. Wer Pavlov noch nicht hat, den kann ich nur empfehlen, das Game definitiv zu holen. Es ist momentan auch im Angebot minus 60%, kostet also 8,39 € und das ist echt ein sehr, sehr guter Preis für das Game. Es wird immer noch weiterentwickelt, ist immer noch im Early Access, aber da tut sich echt was und ich finde es gut, was die da gemacht haben. Es gibt auch einen Zombie-Modus, wer da Bock drauf hat. Und das habe ich mir jetzt noch gar nicht wirklich angeguckt. Update 27 ist der Hide. Sagt mir jetzt noch nichts. Aber gut, ich habe da schon lange nicht reingeguckt, deshalb bin ich umso gespannter, was es da alles gibt. Und ja, als Maps habe ich mir mal so ein paar Sachen angeschaut und der liebe Hank von VRCheck hat ja lange Zeit jetzt nichts mehr gemacht, weil er an einer Map gearbeitet hat, das wollte ich euch auch nochmal kurz vorstellen und das ist die Dock Green Sektor und da hat er echt eine sehr, sehr coole Map zusammengebaut und hat da auch sehr, sehr lange dran gearbeitet und die habe ich mir auch mal gesichert. Und ja, damit kann man Deathmatch, Team Deathmatch und Push machen. Was auch immer Push für ein Modi ist, den kenne ich jetzt noch gar nicht. Mir sagt nur Rush was. Und ja, das können wir uns dann gerne mal anschauen. War, glaube ich, 2,7 GB habe ich mir eben mal runtergeladen. Sehr gute Bewertung. Mir hat es jetzt auch gefallen, als ich mal eben nur so reingegangen bin, ohne jetzt wirklich zu spielen. Ich habe mir die Map nur mal angeschaut und hat mir ganz gut gefallen. Ja, vielleicht zocken wir die Map dann auch. Da können wir aber gerne auch die Leute dann im Chat fragen, was die denn gerne spielen wollen und sehen wollen und so weiter und so fort. Ja, Leute, wenn ihr mitmachen wollt, kommt gerne bei uns in den Discord rein. VR World Germany unten in der Beschreibung. Vielleicht kriegen wir sogar heute noch die 100 User voll. Das wäre echt geil. Ich glaube, wir sind jetzt 96 oder 97. Und wäre cool, wenn wir da heute noch die 100 voll kriegen. Und da könnt ihr euch dann gerne anmelden. Und wir werden in Zukunft öfters sowas machen. Und über Discord, finde ich, ist sowas viel, viel einfacher zu kommunizieren, als jetzt irgendwie in die Community-Tab und sonst was. Falls ihr keinen Discord habt, ihr wollt auch keinen Discord-Channel nutzen, dann könnt ihr auch gerne in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr dabei sein möchtet.
Und dann schauen wir mal, wenn es mehr Leute werden als 10, dann müssen wir mal schauen, wie wir das regeln. Ja, ich vermute, dass wir es dann so machen, dass dann derjenige, der dann als erst joint, da ist und die anderen müssen halt erstmal warten, bis noch ein Slot frei wird. Und ja, fairerweise können die anderen User dann halt ab mal aussetzen und andere Leute ranlassen. Das wäre ganz cool. Okay, Leute. Ich freue mich auf morgen tierisch mal mit der Community zu zocken und wäre froh, wenn ihr nicht dabei sein könnt oder ja, nicht mitmachen könnt beim Zocken. Dann werde ich halt froh, wenn ihr dabei seid im Livestream, also morgen 20 Uhr hier auf dem Kanal. Es gibt auch gleich noch eine Live-Ankündigung und ja, dann könnt ihr entweder zuschauen oder mitmachen. Und ja, ich würde sagen, schönen Abend noch, bis morgen. Ciao.